Dinge. Nee, da komme ich wieder ins Gleiche rein. Einhauen kann ich mich auch nicht. Oder? Doch. Hä? Wieso funktioniert das bei den anderen Automaten nicht? Ist das verbuggt? Ja, damit dann erstmal hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir müssen hier das machen, was ich hasse und nie schaffe. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich nach unten komme auf eine andere Zahl. Da komme ich nämlich nie drauf. Das ist das Problem, wenn ich hier drauf drücke. B. Dann C. 55. Moment, hat das jetzt endlich mal funktioniert hier? Nee, oder? Weiter. Aber hier ist nichts, was mir jetzt... Moment. Alle Freuden und Vergnügen, die Night City zu bieten, hat jetzt an einen Ort. Praktischer könnte es nicht sein. Hier findest du jede erdenkliche Unterhaltung und Vergnügen, die du dir wünschen kannst. Statt das nicht eben auch schon drin? Vom siebten Kreis der Hölle bis hin zum zarten Wolken himmlischer Glückseligkeit. Okay. Jig-Jig Street. Das ist ja da, wo ich... Ach, der nimmt das nicht an, weil man einen halben Meter da drüber klicken muss. Okay. Hard-Driver, Kari, sind das nicht die gleichen, die ich eben auch schon gesehen habe? Ja. Brain Dances, das ist wahrscheinlich was ganz anderes, nehme ich mal an. Oder? Moment. Finde den Dealer? Kann ich denn... Ah! Oh mein Gott, ich bin hier rumgeirrt wie so eine Blöde und habe dann auch nicht mehr zurückgefunden zu dieser Jig-Jig Street, weil das hier so riesig ist und kein Schwein weiß, wo man ist. Raw is all you get with me. Hi. I'll come back some other time. Betting on it. Ciao. Hi. How about you? You buying or just gonna stand there like a pig undercover? Ich will wie ein offizieller Bulle aussehen. Einen speziellen Brain Dance. So, keine Ahnung. Ich sag mal ja. Looking for BDs. A particular kind. Particular? You a badge? Ach so, Todesmotten. Give me the best of the best. Ones with the death's head. Didn't know I was dealing with a connoisseur. Ich hab eh kein Geld. Death's head will cost you though. Warnanzeigen. Zeig mal, was du hast. Kein Rabatt. Keine Ahnung. How about a discount for your newest customer? Only give regulars discounts. If you're short, then fuck off. Okay. Got anything that might interest me? Was soll ich jetzt damit? Das ist, das soll man, achso, hier, frittierte Todesmotte. Wie geil. 13.000 haben wir schon im Inventar, okay. Das kostet 1.000. Ja, dann kaufen wir das natürlich. Können wir dann bei dem auch mal hier den ganzen Mist verkaufen? Das sind ja alles so... Moment, nicht alle. Ausgerüstet habe ich die Rechte. Kann ich die verkaufen? Junk verkaufen? Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, dass man die verkaufen kann, die Sachen. Habe ich den jetzt gerade verkauft? Ich hoffe doch, dass ja. 109... 106, so 12, 5, 5, ja, okay, der Preis ändert sich, okay. Der fragt mich gar nicht, ob ich das verkaufen will, das ist auch nicht schlecht. Okay, 103, das verkaufen wir auch mal. Bin ich jetzt hier richtig? Handfeuerwaffe, Handfeuerwaffe, ja. Maschinenpistole haben wir 2, 110, 4. Können wir die ja eigentlich auch verkaufen? Ich meine, das haben wir jetzt alles so eingesammelt hier, ne? Brauchen wir alles nicht. 117. Oh, die ist sogar ein bisschen besser als die, die wir jetzt gerade... Aber die macht weniger Schaden. Lassen wir die erstmal noch drin. Die Handfeuerwaffe ist definitiv schlechter. Die können wir auf jeden Fall verkaufen. Das... Achso, das ist die, die ausgerüstet ist. Die ist definitiv auch schlechter. Die verkaufen wir auch mal. Und die macht wesentlich mehr Schaden.
Hat aber weniger Angriffe pro Minute. Ja, keine Ahnung. Bei sowas bin ich immer vorsichtig. Macht aber wesentlich mehr Chemieschaden noch oben rein. Ja, lassen wir die mal drin erstmal. Die ist in allem schlechter. Die können wir auch verkaufen. Ich denke mal, Geld brauchen wir wahrscheinlich mehr als Einzelteile oder so. Ich habe keine Ahnung. So, was haben wir denn hier überhaupt noch? Kaschmirwolle, LED, Rot oder Infrarot, Sprühfarbe, medizinische Zange. Was will ich mit einer medizinischen Zange? Oder ein Lötkolben? Parfüm. Ach so, Moment, das sind die Sachen, die ich verkauft habe. Ah, okay, okay. Ich habe nichts gesagt. Ich kenne mich doch mit dem ganzen Kram noch gar nicht aus hier. Ja, der Schaden ist jetzt auch nicht so gut, muss ich sagen. Das ist die, die wir jetzt haben, definitiv besser. Auch wenn ich lieber mit einem Revolver schieße, ehrlich gesagt. Aber, ja, ist halt im Vergleich schlecht, also verkaufen wir das Teil mal. So, Maschinenpistole, Sturmgewehr. Davon würde ich gerne schon was drin halten. Das ist ein 133er, der macht etwas weniger Schaden. Dafür mehr Angriffe pro Sekunde. Also denke ich mal, dass der insgesamt ein bisschen besser ist. Dann verkaufe ich das Ding mal. So, damit wir dann auch nicht zu viel haben. Okay. So, da ich das aber kenne, werde ich hier mal kurz das Spiel speichern. Weil, sich das Spiel ja schon ein paar Mal aufgehangen hat. Und ich das natürlich verhindern möchte. So. Wo müssen wir denn hin? Da geradeaus, ne? Gib mir doch mal aus dem Weg hier. Leute. Judy, kann ich auch an der Seite einsteigen? Nee, anscheinend nicht. Hallo? Ah. Let me get everything prepped. You make sure the wreath's snug on you. You'll okay. Watch while I edit. Hey, V. Ready when you are. Ja, so mehr oder weniger, ne? Ich habe ja keine Ahnung, was ich hier tun soll. I want you to describe what you see. Might catch something I can't. Aua. Und ich kann nicht sehen. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze erstmal an. Und analysieren das Ganze dann gleich erst. Reden wir auch nochmal. Poor fucker. Ja, das auf jeden Fall. Status lebend. Mehrere Fehler, lebensnotwendige Komponenten fehlen, auf Teile durchsucht. Okay, also ich muss herausfinden, wo es ist. Hier sehe ich jetzt leider nichts, was mir weiterhilft. Gehen wir mal so lange mit. Scab, gotta be. No one else with that fashion sense. Was haben wir hier? Don't see anything? Nothing useful or important? Try switching layers. Pizzastück. Kann man nicht orten? Naja, gut, okay, die müssen es nicht unbedingt bis nach hier bestellt haben, ne? Scab woman. Who knew that besides chopping people up, they were scrolling XBDs? Okay, was haben wir denn noch so?
Moment, da ist noch eine Person. Electric Corp Patch on the coveralls. Kann man da irgendwas? Electric Corp ist wahrscheinlich schon der Name, ne? Da kann man jetzt nichts Neues finden. Also in den Abschnitt soll ich was Neues finden können. Ach, da hinten, okay. Ordinary box. Decker, Tanaka and Rogers logo. Standard for a trash heap. Was, Guinness? Los. Can't beat that rich synth cough aroma. Cheap shit. Cold too. Mm-hmm. Buck a slice. Okay, also anscheinend haben wir jetzt hier drin nichts mehr. Coffee was cold. From the day before. Pizza looked fresh though. So? Means someone's grabbing Buck a Slice regularly. Which is not something one does for the flavor and fresh ingredients. Pizza shares its DNA with Stella. Nobody's gonna share it. The slice checks out too. How can you be sure though? Nö, bin ich nicht, aber ja. Verlasse den Braindance. Wie mache ich das denn? Mit Escape? Nee, schließen X. Here we go. Old Electric Corp power plant in Charter Hill. Gotta make do with that for now. Nothing else to garner from this hole. No time to lose. We gotta go there. Definitely. Ride with me? Klar. Let's get going. On our way. Ich war nur gerade etwas abgelenkt von den ganzen komischen Sätzen da von Stanley und den ganzen Quatsch. Still can't shake it. That virtue sample we saw with the Death's Head Moth. If all they scroll is snuff, then... Stop it. They'd have to be utter gonks to waste her on something like that. What do you mean? We're talking about a girl who's not only a natural at what she does, but also has got a doll's implant. I mean, that's not a package you find lying out in the street. Okay. Nicht die Reise überspringen oder ist dann der Dialog auch übersprungen? Das ist immer so die Frage. Ich meine, in so einer Stadt will ich definitiv nicht leben. Ist ja alles so heruntergekommen und verrottet hier. Ich überspringe mal die Reise. Ich denke mal nicht, dass wenn sie überhaupt irgendwas gesagt hätte, dass das irgendwas gewesen wäre, was jetzt wichtig gewesen wäre. Aber ich glaube eher, sie hätte wahrscheinlich gar nichts gesagt. Ja. We going in? Find us a way inside. I'll hang back, scan the subnet, see if there's any blueprints of the complex lying around. Join you as soon as I find something. Let's link on Hollow till then. Okay. Darf ich erstmal annehmen? It's not gonna be pretty in there. So, if you mean to tell me to hang back altogether, don't bother. All right, going in. Okay. Ja, es sieht nur nicht sicher aus, sondern es, Moment, technische Fähigkeiten? Och, jetzt komme ich da wieder nicht rein mit meinen technischen Fähigkeiten. Kann ich da irgendwo drüber springen oder so? Da ist Stacheldraht.
Nein, falsche Taste. Kann ich auch nicht. Da hinten sind auch, ist auch Wachpersonal. Eigentlich wollte ich ja einen Cut gemacht haben, bevor wir hier reinkommen. Also ganz reinkommen. Aber jetzt komme ich doch nicht mal ins Gebäude rein. Das ist natürlich nicht so toll. Tja. Es steht aber eigentlich, ich soll es hier machen. Das Problem ist nur, sobald ich technische Fähigkeiten benutzen möchte, kann ich es nicht. Kann ich denn vielleicht irgendwas verbessern oder so? Habe ich noch Charakter? Einen Punkt habe ich. Technische Fähigkeit. Kann ich denn hier irgendwas ermöglichen, das Herstellen von seltenen Items? Erhalte beim Zerlegen von Items mehr Komponenten. Junk-Items werden automatisch zerlegt. Ja, das wäre natürlich ganz cool. Hat aber jetzt nichts mit dem zu tun, was wir machen möchten. Verringert durch Explosionen erlittenen Schaden. Du kannst Drohnen, Mechs und Roboter mit einer Chance von 25% einen Waffenmod oder einen Waffenaufsatz erbeuten. Der Explosionsradius verleiht Immunität gegen... das bringt uns alles nichts. Dann würde ich mal sagen, wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Dass ich bei technische Fähigkeiten eins noch reintue. Vielleicht, ich meine, ich glaube es ja nicht, aber vielleicht funktioniert das ja dann eher. So, verringert die Zeit zum Zielen mit Pistolen, erhöht den Schaden mit Gewehren. Achso, das war die Sache mit den... Erhöht die kritischen Treffer bei Pistolen und Revolvern. Pistolen und Revolver lassen sich 25% schneller ziehen oder wegstecken. Den Schaden kann ich im Moment nicht mehr erhöhen. Verringert die Nachladezeit von Pistolen und Revolvern. Das wäre natürlich nicht schlecht, weil mir das irgendwie immer wieder... ja, Probleme bereitet. Erhöht den Schadensmultiplikator für Kopfschüsse mit Pistolen und Revolver. Erhöht den Schaden bei Gegnern, die mindestens 5 Meter weit weg sind. Ah. Das hört sich doch auch nicht schlecht an. Dann mache ich das mal. Vernichtungsstraßenschlägerei. So, aber das bringt mir jetzt... doch, das bringt mir was. Ah. Da würde ich sagen, perfekt. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, auch wenn wir es jetzt aufbekommen haben, dass wir jetzt erstmal einen kleinen Cut machen, weil ich befürchte, dass die Sache hier wohl doch ein bisschen länger dauern würde und wir uns nämlich dadurch ballern müssen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!